Die Beliebtheit von smarten Geräten steigt dauerhaft. Nicht nur Smartphones und Smart TVs sind mit dem Internet verbunden. Auch diverse Haushaltsgeräte, Heizung und Licht werden mittlerweile mit immer mehr Sensoren und WLAN ausgestattet. Sie alle bilden so ein Netz im eigenen Zuhause, das Smart Home. Aktuell werden viele Geräte hauptsächlich mit dem Smartphone gesteuert. Immer neue Technologien und der Wunsch der Benutzer nach einer einfachen Bedienung erfordern jedoch ein Umdenken, wie mit Smart Homes interagiert wird. Für andere Interaktionsmethoden wird ein externes Gerät, wie zum Beispiel Smart Glasses, benötigt. Der derzeit bekannteste Vertreter ist die Google Glass. Google Glass sieht fast aus wie eine normale Brille. Mit Hilfe des Akkus kann sie ohne störendes Kabel getragen werden. Die Kamera macht Bilder oder nimmt die Umgebung wahr. Durch die spezielle Prismentechnik wirkt der Bildschirm der Brille, als wäre er in die Realität eingebettet. Zum Steuern der Google Glass befindet sich an der Seite ein Touchpad. Durch diese Funktionen sind verschiedene Interaktionen vorstellbar. Der größte Mehrwert von vielen Smart Glasses ist jedoch, dass es Wege gibt, um sie ohne Hände zu bedienen. Implementiert wurden daher 5 Eingabemethoden, die komplett ohne Hände bedient werden können. Als Repräsentant einer Smart Home Anwendung wurde die Steuerung eines Smart TV umgesetzt. Der TV kann folgendermaßen bedient werden: durch das Scannen von QR-Codes, mit einer Sprachsteuerung, mit Kopfbewegungen und durch eine Auswahl von Karten mittels Kopfbewegungen oder einer Zeitschaltung. Um herauszufinden, welche Eingabemethode sich am besten für die Steuerung eines TVs eignet, wurden 15 Personen gebeten, die Methoden zu testen und anschließend zu bewerten. Für die Validierung wurden sowohl Messungen während des Benutzertests als auch die Meinung der Probanden ausgewertet. Bei der Auswertung des Fragebogens gibt es einen klaren Gewinner und 2 deutliche Verlierer. Eine deutliche Mehrheit der Probanden favorisierte die Sprachsteuerung und würde diese auch zu Hause verwenden. Nur eine Person gab QR-Scannen als beste Methode an, die Zeitschaltung konnte gar nicht punkten. Entsprechend schlecht sind auch die vergebenen Noten. Die Bewertung der anderen Methoden bewegen sich im Mittelfeld. Zuzüglich der Auswertung der Messungen kann man als Fazit ziehen, dass die Sprachsteuerung trotz einer hohen Fehleranfälligkeit die beste aller getesteten Methoden ist, wohingegen die innovative Steuerung durch QR-Codes sich nicht zur Bedienung eines TVs eignet. Auch eine Bedienung durch Kopfbewegungen, Blinzeln oder eine Zahlschaltung wird sich in Zukunft eher nicht durchsetzen.